In Mecklenburg-Vorpommern dürfen ab dem 1. März neben Friseursalons auch Gartencenter wieder öffnen. Das ist ein Ergebnis des MV-Corona-Gipfels am 24. Februar zwischen Landesregierung und Wirtschafts- und Kommunalverbänden. Weitere Lockerungen gibt es außerdem in Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von unter 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner in der Woche. In der Hansestadt Rostock und in Vorpommern-Rügen bereits zum 1. März ermöglichen, dass Nagelstudios, Fußpflege und auch Kosmetik geöffnet werden kann. Das gilt dort, wo wir deutlich unter 35 sind, also in diesen beiden Regionen. In den übrigen Regionen tritt diese Regelung ungeachtet des Inzidenzwertes ab dem 8. März in Kraft. Dann dürfen auch in den Außenbereichen der Zoos wieder Gäste begrüßt werden. Damit werden wir wieder loslegen. Die gute Nachricht ist, in den Alten- und Pflegeheimen sind mittlerweile 97% der Erstimpfung abgeschlossen und 82% der Zweitimpfung. Von daher können wir heute auch sagen, es gab eine weitere Änderung, die ist schon über den Äther gegangen. Einerseits sollen die Erzieherinnen in Kindertagesstätten, die Lehrer in Grundschulen und Förderschulen jetzt auch geimpft werden. Das zweite Ergebnis aus der 8-stündigen Videokonferenz ist ein grober Stufenplan zur Beendigung des Lockdowns. Demzufolge soll bei einer stabilen landesweiten Inzidenz von unter 35 Infizierten der Einzelhandel mit begrenzter Kundenzahl wieder öffnen dürfen. Wir haben noch ganz viele, denen ist heute zumindest eine Perspektive aufgezeigt worden, aber die haben noch längst nicht offen. Und das dürfen wir bei all dem, was wir heute an Lob und auch an Dank aussprechen können, nie vergessen. Dass weder Einzelhandel noch Gastro noch Hotellerie und all die anderen Bereiche, die zurzeit noch geschlossen sind, jetzt schon wissen, ob sie tatsächlich vor Ostern öffnen können. Für Gastronomie und Hotellerie ist eine spätere Öffnung vorgesehen. Ein Termin wurde in diesem Zusammenhang noch nicht genannt.